ist ja ganz durchgefroren. Was ist passiert? Warte kurz. Ich schlag mich tot! Ja. Der Diakonie? Aber du hast mir doch geschrieben. Du musst noch schreiben. Ja, bitte. Guten Morgen, mein Rolfi? Name ist Rockmann. Ich bin Hausvater. Wie, was ist denn los? Ah, schönen guten Morgen. Tut mir leid, dass ich hier am Tag des Herrn stören muss, aber man hat mir mitgeteilt, dass Wolfgang bei Ihnen ist. Ja, das ist richtig, der Junge ist krank. Komm du doch herein. Vielen Dank. Hab keine Angst. Hier passiert dir nichts. Ach, wir denken da jetzt hinten, es hat eine schöne abenteuerliche Geschichte. Ich möchte sie vielleicht abnehmen. Ich muss gleich weiter. Gut. Guten Morgen. Na, wer bist denn du? Ich gehe nicht hier zurück. Entschuldigung. Sag mal, was hast du denn? Was geht da bei Ihnen vor? Ich weiß nicht, was Ihr Sohn Ihnen erzählt hat, aber... Ich möchte mit Ihnen reden. Was ist da bei Ihnen los? Wolfgang ist vollkommen abgemagert. Natürlich. Und er wird geschlagen. Er hat gesagt, er wird geschlagen. Hast du gerade gesehen, was er gemacht hat? Komm, wir spielen. Das habe ich von meinem Kleid zu Weihnachten gekriegt. Hier, ich bin die Verkäuferin und du kaufst in meinem Laden. Doch, das ist doch eine ganz gute Idee. Moment, ich gebe nicht das Gefühl, ich werde es mir anschauen. Okay. Und Süßigkeiten und Äpfel und Kirschen und Erdbeeren und Wein. Deine Mutter will sich unser Haus mit eigenen Augen ansehen. Birgit, pass du bitte auf Benno auf. Wolfen, ihr könnt ihr nachher weiterspielen. Ja. Kommt sie nicht an. Weißt du, Wolfgang, ich bin jetzt seit 25 Jahren in Freistatt. Kommst du? Bitte. Steig auf. Bitte. Steig auf. Hör nicht auf ihn.
Hör nicht auf ihn! Schau dir es an! Sieh her! Schau, was sie mit uns machen! Schau, was sie hier tun! Bitte, komm!